Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. ja, wie ihr seht, bin ich gerade noch nicht ready gemacht. Ich kam jetzt gerade aus der Dusche, war gerade duschen. Ist logisch, wenn man aus der Dusche kommt. Keine Ahnung, was ich gerade rede. Heute habe ich mir mal überlegt, zeige ich euch, wie ich mich im Sommer schminke. Es ist ja wirklich sehr heiß geworden, also in Berlin auf jeden Fall. Und ich glaube in den anderen Städten auch. Und da schminke ich mich gerne nicht so viel bis gar nicht. Und deswegen wollte ich euch mal zeigen, wie ich mich so im Sommer schminke und wie ihr euch vielleicht auch schminken könnt. Falls ihr nicht so Bock auf Foundation oder so habt, weil ja, das ist schlimm, finde ich, bei dem Wetter. Meine Haare sind auf jeden Fall sehr schön. Ich werde jetzt aber nicht föhnen. Ich lasse die im Sommer meistens eher in der Luft trocknen. Genau. Ich kämme die einfach ein bisschen. Aua. Bürste die einfach ein bisschen und dann fange ich einfach an, mich zu schminken und bis ich fertig bin, sind die quasi eh fast trocken. Also das ist übrigens alles unbezahlte Werbung. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ne? Ich habe mir das alles selbst geholt und werde ich euch einfach mal zeigen. Einfach nur, weil ich euch helfen will oder euch versuchen will zu helfen. Warte, was ist Deutsch? Egal, wir fangen einfach mal an. Und zwar habe ich jetzt als erstes diese Creme hier von Hello Body. Und zwar sieht die so aus und die heißt Aloe Night. Genau, ich habe euch nochmal alles unten in die Infobox geschrieben, also die Produkte. Und die werde ich jetzt erstmal auf mein Gesicht machen. So, ich nehme einfach immer so ein paar Punkte. Nee, aber Gesichtspflege ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil gerade im Sommer trocknet die Haut sehr schnell aus. Und deswegen, oh mein Gott, ist das rot? Sieht voll rot aus in der Kamera. Genau, ja, erstmal ein bisschen eincremen, dies, das. Sozusagen meine Foundation, weil ich ja sonst nichts anderes benutze. Und genau, also natürlich benutze ich andere Sachen, aber ich meine jetzt so als dickere Creme ist das jetzt quasi das Einzige, was ich benutze. Warum sieht es in der Kamera so rot aus? A Tomato ist da. Läuft auf jeden Fall. Oh, ich kriege schon wieder Pickel, ich merke das doch. Oh, nee, ey. ja. Gut, fangen wir einfach mal an, wie ich mich quasi schminke. Und zwar fange ich immer an mit dem Concealer von Fenty Beauty. Der sieht so aus und ich habe den in der Farbe 200, also in Beige, heißt die Farbe. Und genau, den mache ich jetzt einfach mal unter meine Augen. Ich wollte gerade sagen, auf meine Augen. Den mache ich jetzt einfach mal unter meine Augen. Tada! Hier habe ich irgendwie eine rote Stelle. Es ist kein Pickel, aber irgendwie habe ich eine rote Stelle. Und da mache ich jetzt auch ein bisschen Concealer drauf. Und hier immer ein bisschen, weil ich da irgendwie immer rot bin. Und das ist nicht gut. Und ja, das verblende ich dann jetzt einfach, ne? Eigentlich benutze ich auch manchmal gerne gar keinen Concealer, aber keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich im Sommer immer viel dunklere Augenringe habe. Und deswegen muss da ein bisschen was her. Was auch so ein richtiger Struggle ist, dass die Concealer im Sommer einfach viel zu hell werden. Weil man einfach brauner ist. So, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, so, das ist halt irgendwie voll blöd. Ich muss mir dunkleren holen für den Sommer. Ich bin ja jetzt ja nicht braun, aber ich werde immer relativ schnell braun oder auch rot. Und da brauche ich auf jeden Fall einen guten Concealer, der auch dann der Farbe so entspricht. Noch geht's, ist es okay. Aber ich glaube, wenn ich brauner bin, dann muss wirklich ein dunklerer her. Okay, jetzt ist alles verblendet. Nicht wundern, wenn es noch so ein bisschen weiß aussieht. Aber jetzt kommt mein Puder und ich schwöre es euch, ich kann es euch so ans Herz legen. Es ist einfach so toll. Das ist von Bare Minerals und sieht so aus. Genau, Bare Pro heißt es. Und es deckt quasi einfach wie Foundation, aber ist halt einfach nur ein Puder. Und das ist einfach so geil, weil ich, wie gesagt, Foundation hasse. Und ich werde euch das jetzt mal zeigen. Ich gehe jetzt einfach mit meinem Pinsel rein. Welche Farbe habe ich denn da? Ich habe da Farbe 09. Light Natural, aber müsst ihr halt dann gucken, welche euch passt. Ich habe das jetzt aus dem Sephora gekauft in Amerika, aber ich glaube, es gibt es auch in Deutschland, weiß ich. Zum Beispiel bei Karstadt oder so gibt es das. Kann ich ja mal zeigen, ich mache erstmal die eine Seite und dann seht ihr vielleicht so einen kleinen Vergleich, aber ich liebe das Puder einfach. Es mattiert halt deine Haut, weil ich mag es auch nicht, wenn die immer so glänzt. Gerade wenn man irgendwie nicht so viel sich schminkt, dann glänzt die, finde ich, immer noch mehr. Und genau, das Puder ist auch, das ist einfach toll. Also wirklich. Und wie gesagt, ich sage das wirklich, weil ich es meine. Nicht, weil ich irgendwie gesponsert werde oder so. Leider nicht. Aber genau, also wie ihr sehen könnt, das ist einfach echt toll, finde ich.
Und es ist, du merkst es halt nicht auf der Haut wie jetzt eine Foundation oder so. Das ist mir mal ganz wichtig im Sommer gerade. Ja, wie gesagt, ist einfach nervig, wenn man so eine dicke Make-up-Schicht auf der Haut hat. Und deswegen liebe ich das Puder. Ich muss mir übrigens mal ein neues holen. Schon fast alle. So geht es ja nicht, ne? Muss ich mir vor dem Urlaub nochmal holen. Ich fliege ja am Donnerstag. Ne, am Freitag. Ich weiß gar nicht, wann das Video hier online geht, aber ich fliege am 21. Juni nach Frankreich zum Krass-Klassenfahrt-Dreh. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Da kommen natürlich auch wieder dann Vlogs online. So, also wie ihr seht, ist es schon ein Unterschied von davor, finde ich. Und es sieht halt so natürlich aus. Und deswegen, ich liebe es halt im Sommer so natürlich auszusehen. Ja, jetzt, was ich auch richtig gerne immer mache, oder was ich wirklich gerne immer mag, ist auch mein Peach Blush. Und zwar ist der von Too Faced und sieht so aus. Der riecht nach Pfirsich und er sieht halt auch einfach schön aus. Es hat wirklich eine schöne Farbe und ja, den benutze ich halt auch immer gerne. Ich finde es immer süß im Sommer, wenn man so Rouge hat, so, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich fange dann immer hier an. Tada! Leute, ich muss unbedingt meine Augenbrauen mal wieder machen. Ich habe immer so einen Struggle mit meinen Augenbrauen. Die sind einfach so dick und die wachsen immer so schnell nach, wenn ich die zupfe. Also hier habe ich irgendwie nie Haare, so in der Mitte. Aber hier drunter immer, oh, das ist so nervig. Ich habe gerade so gemacht, tut mir leid. Ich mache den Rouge halt auch immer, den Blush, hier halt immer auch noch so über die Nase, damit es halt auch so besser aussieht. Und dann verblende ich den auch immer noch ein bisschen mit einem anderen Pinsel. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer mache. Irgendwie ist so eine Angewohnheit mit halt so einem dickeren Pinsel. Damit das irgendwie noch natürlicher aussieht. So, jetzt benutze ich eine Palette von BH Cosmetics. Das heißt die Palette Blushing in Bali. Und ich nehme immer total gerne diesen Highlighter. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Und euch mal zeigen, wie ich das so mache, ne? So, am Highlighter wird halt im Sommer nicht gespart, weil Highlighter ist live. Und ja, da kann man auch immer noch gut was raufhauen, auch im Sommer. Nee, Spaß, aber genau, der ist einfach toll, der Highlighter. Guckt euch das an. Wow. Also ich muss es natürlich auch gleich noch verblenden. Aber trotzdem, er ist einfach Gold. Genau, den verblende ich auch noch mit einem größeren Pinsel. Damit es auch noch natürlicher aussieht. Das ist auch der einzige Glanz, den ich quasi mag im Gesicht. Ich hasse es, wenn meine Stirn oder mein Kinn glänzt oder so. Ja, manchmal mache ich halt auch noch ein bisschen Highlighter auf die Nase, aber irgendwie meistens auch nicht. Okay, ich habe mich jetzt mal ein bisschen rangezoomt, nicht erschrecken. Genau, ich werde mir jetzt meine Wimpern machen. Und zwar habe ich ja diese ganz tolle Pflege von Benefit. Die heißt Dare Real. Also es ist quasi ein Primer, den man unter die Wimperntusche macht. Genau, und der sieht so aus. Dare Real heißt der. Und der ist halt mega cool, weil es halt auch viel natürlicher aussieht. Ich benutze zwar trotzdem noch Wimperntusche drüber, aber ich zeige euch das jetzt erstmal. Und zwar, genau, benutze ich jetzt erstmal den Tinted Primer. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Urlaub bin und nur schwimmen gehe oder so, dann mache ich halt nur den Primer drauf, weil ich dann halt, weil es bringt eh nichts. Aber ist halt einfach cool. Das ist halt keine schwarze Wimperntusche, sondern eher so eine braune. Aber auf den Wimpern sieht es halt schwarz aus und ich finde es einfach mega cool. Und die Wimpern wirken eindeutig länger. Und genau das werde ich jetzt auf der anderen Seite tun. So, ich finde, Wimpern machen immer so krass viel aus, Leute. Also wirklich ganz, ganz, ganz krass finde ich das. Jetzt benutze ich diese Mascara hier. Und zwar ist die von Essence und sie heißt You Better Work. Und das ist halt eine wasserfeste auch. Genau, oder wenn man schwitzt, das ist halt einfach richtig cool. Das ist halt einfach so wichtig im Sommer. Weil ich glaube, dass du mit einer nicht wasserfesten Wimpertusche nicht so weit kommst im Sommer. Und deswegen benutze ich die halt mega gerne. Genau, und die macht halt auch echt schöne lange Wimpern. Wie gesagt, ich habe euch alles nochmal unten in der Infobox verlinkt. Ist einfach toll. Ich liebe die einfach. So, meine Wimpern sind fertig. Jetzt mache ich auch noch ein bisschen was auf die Lippen. Zwar wirklich nicht viel, aber ich mache immer noch ein bisschen auf die Lippen. Und dann nehme ich meistens den Gloss tatsächlich von Dagi, also den Boutique Gloss. Genau, der ist halt auch wirklich schon fast alle. Ich habe auch noch einen anderen. Den habe ich mir nämlich neu geholt. Aber der ist einfach richtig schön natürlich, finde ich. Und ich liebe halt Gloss auch im Sommer. Ich liebe Gloss. Also ich mag Gloss viel mehr als matte Lippen im Sommer. Genau, also ich finde es halt irgendwie viel natürlicher. Und da ich pinke Lippen eh mag, ist das halt wirklich perfekt.
Und ich zoome euch mal wieder weg. So, das war's jetzt auch eigentlich schon wieder mit meinem Sommerlook. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen und dass ich euch vielleicht ein bisschen helfen konnte, wie man sich im Sommer so am besten natürlich schminkt oder halt relativ natürlich schminkt. Ihr müsst euch natürlich auch gar nicht schminken, was ich natürlich auch manchmal mache. Aber wenn man halt mal rausgeht und sich mit Freunden oder was auch immer, mit wem auch immer, mit seinem Freund, keine Ahnung, trifft und vielleicht doch ein bisschen geschminkt sein will, dann ist das, finde ich, halt perfekt. Und genau, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt mir gerne mal runter, oh mein Gott, meine Haare. Ja, ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das so fandet und ob es euch weitergeholfen hat. Und genau, ihr könnt mir immer gerne schreiben auf Instagram, wenn ihr Tipps habt für meine YouTube-Videos oder wenn ihr Tipps habt, was ich machen soll auf YouTube, bin ich immer offen. Ich versuche auch immer allen zu antworten, soweit ich es kann. Also ich versuche auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr vielen zu antworten. Und genau, also schreibt mir immer gerne, ihr könnt auch gerne in die Kommentare natürlich schreiben, wenn ihr YouTube-Ideen habt, was ich machen kann für Videos, was ihr von mir sehen wollt. Und genau, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr Lust auf mehr Schminkvideos habt. Ich kann es auch noch nicht so gut, aber vielleicht können wir das ja zusammen lernen, das Schminken. Und ich kann euch zeigen, quasi den Prozess, wie ich versuche, Schminken zu lernen. Nee, aber genau, also. Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Checkt auf jeden Fall meine anderen Social Media Kanäle aus. Da würde ich mich natürlich super duper freuen. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss! Mua! Oh, Lipgloss.